Ihr Lieben, es geht um das Thema Bilderdenken und Manifestation auch mit Gedanken. Und zwar bei hochsensiblen, hochsensitiven, vielbegabten, außergewöhnlichen, total begabten, hochbegabten Menschen. Ich habe dazu heute überhaupt kein Foto für dich, keine Präsentation vorbereitet, weil ich möchte euch was erzählen und ich möchte euch gerne dazu anregen, eure eigenen Gedanken, darum geht es nämlich gerade heute, Gedankenkraft und Manifestation über die Gedanken zu aktivieren. Und das geschieht viel leichter über Bilder. Das geschieht nicht über Zahlen, Worte, Präsentationen, Strukturen. Ziemlich leicht nachvollziehbar. Ihr seid ganz oft Bilderdenker als außergewöhnliche Menschen, die besonders starke sinnliche Empfindungen haben. Darum geht es ja. Was wir wahrnehmen über die Sinne, ist bei hochsensiblen und hochsensitiven Menschen sehr stark ausgeprägt, führt leider manchmal auch zur Reizüberflutung, hat aber diese wunderschöne Gabe auch in Verbindung, sehr, sehr viel mehr zu verarbeiten als das, was die allermeisten Menschen tun. Das sieht schlicht und einfach so aus, wenn ihr jetzt auf euren Monitor schaut, dann seht ihr mich. Und ihr könnt mich anschauen und mir zuhören und gleichzeitig wird euer Auge, auch wenn ihr mich fokussiert, rundherum wahrnehmen, was da alles ist. Ich weiß ja zum Beispiel, wenn ich jetzt also einen halben Zentimeter über den Bildschirm gucke, sehe ich da hinten auf der Ablage drei Brillen liegen. Das sehe ich. Und da hinten ist noch ein Computer, der ist an. Da sind zwei Lampen an und da hinten sind auch noch die zwei Kugellampen. Das passiert alles. Hier habe ich meine Teetasse und das ist die falsche. Ich habe nämlich heute meine Rosentasse nicht in der Griffnähe, sondern es ist nun mal die Sonnenblumentasse. Die Rosentasse ist in der Spülmaschine. Alles das passiert parallel. Und diese visuellen Eindrücke sind deutliche Hinweise darauf, dass Menschen mehr aktiv sind im rechten Gehirn. Nicht ausschließlich, sondern einfach nur mehr. Die klare Trennung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte, die gibt es sowieso nicht. Wir haben in der Mitte Corpus callosum heißt das, den Balken im Gehirn, was die beiden Großhirnhälften miteinander verbindet. Der ist unterschiedlich breit, unterschiedlich groß ausgeprägt und so ist auch unterschiedlich die Kommunikation mit der rechten und der linken Hirnhälfte. Gleichzeitig ist es so, dass es in beiden Hirnhälften unterschiedliche Areale gibt, die aber ähnliche Funktionen haben oder manchmal sogar doppelte Funktionen. Das heißt, wir haben nicht nur eine Region auf der rechten oder linken Hirnhälfte, die zum Beispiel fürs Sehen zuständig ist, sondern wir haben parallel dazu eine andere Region, die zur Verarbeitung der visuellen Reize da ist. Einfaches Beispiel. Ich frage dich jetzt mal und jetzt schreib dann gleich mal kurz die Antwort rein. Wie sieht es denn aus? Bist du ein Bilderdenker und weißt du, dass du ein Bilderdenker bist? Bist du ein Mensch, der einen Einkaufszettel schreibt und dann nach dem Einkaufszettel einkauft? Oder bist du einer, der geht? Da kommt das Obst, erst kommt das Obstregal, dann kommt das Gemüseregal, dann kommt dahinter kommt das mit dem Knäckebrot und danach kommt das mit den Eiern und dann so. Also du bist ein sehr bildlich denkender Mensch. Wie steht es denn damit bei euch? Wisst ihr davon schon? Habt ihr euch damit schon beschäftigt? Bilderdenker. Ach, Andrea, das kann ich mir bei dir gut vorstellen. Sehr schön. Sag mal, könnt ihr eigentlich selbst auch die Kommentare lesen? Habe ich hier nämlich gar nicht geguckt. Ich gucke mal gerade, was ich da für Einstellungen. Ihr könnt sie lesen. Gut, okay. Perfekt, perfekt. Gut, nachher, wenn wir zur Fragestellung kommen, also zur persönlichen Fragestellung, dass ihr mir eure Fragen stellt, dann mache ich die Chatfunktion aus, sodass ihr nur eure eigenen Kommentare lesen könnt. Dann könnt ihr mir ganz persönliche, private Fragen stellen. Ich werde euren Namen nicht in die Welt hineintrompeten, sondern einfach nur schlicht und ganz diskret antworten. Okay? Bilderdenken. Okay, Bilderdenken. Also es ist tatsächlich so, dass keiner schreibt, nö, ich bin ein ganz klarer Linkshirner und habe meine Strukturen und dann werden die Strukturen abgearbeitet und so läuft mein Leben. Sehr schön. Interessant, Sonja schreibt je nach Thema. Das ist bei mir ganz ähnlich. Ich kann ganz strukturiert arbeiten, sonst würde ich zum Beispiel kein Buch fertig kriegen. Ne? Da musst du einfach eine Struktur haben. Ich brauche das, ja. Und ich brauche einen Abgabetermin, sonst vertüttel ich mich und verschlimmbessere mich von morgens bis abends. Und bei anderen Dingen ist es einfach so manchmal so fließen lassen. So.
Da gibt es dann wie bei einem Fluss, da gibt es vielleicht rechts und links ein Ufer, aber das fließt, ja. Und manchmal fließt er über die Ufer und manchmal gibt es auch so eine kleine, wie sagt man, einen Staudamm, ja, aber mehr als das rechts, links brauche ich dann nicht. Und irgendwann fließt das Ding dahin, wo ein Ozean ist. Und dann passt es, ja. Und das ist das so, wie ich eigentlich am liebsten funktioniere. Jetzt ist das eine Gabe, die wir schon entdeckt haben. Das heißt, wir haben jetzt hier Teilnehmer, es sind 100 Leute angemeldet und ich gehe davon aus, wenn hier ganz viele jetzt schon gesagt haben, keiner hat Einspruch erhoben, dass wir 100 Bilderdenker haben. Bilderdenker, Menschen, die ganz intuitiv viel mehr wahrnehmen als das, was analytisch, strukturell, systematisch dargestellt werden kann. Jetzt kannst du dir diese Gabe natürlich auch zunutze machen, indem du deine Wahrnehmung für das, was in deinem Gehirn passiert, schärfst und lenkst. Wenn du dir also Ziele setzt, wenn du vor Entscheidungen stehst, dann machst du nicht Plus-Minus-Listen und vergibst Pünktchen und Sternchen, indem du Gewichtung machst, sondern du gehst in ein Bild und in diesem Bild stellst du dir vor, welche der Entscheidungen zum Beispiel macht bei dir ein schöneres, angenehmeres Bild. Und damit ein schöneres, angenehmeres Gefühl in dir. So einfach ist das. Erstmal ganz einfach. Also es ist nicht so, dass wir als Menschen, die Bilderdenker sind, dem schlicht und einfach ausgesetzt sind. Führt ja auch manchmal dazu, dass man bestimmte Bilder nicht so leicht vergessen kann, sondern dass die einen wirklich lange verfolgen oder geradezu immer wieder auftauchen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr intensiv träumt. Also so intensiv, dass ich dann manchmal, das neulich passiert, habe ich einen Freund angerufen, da hatte ich geträumt, dass er einen Arm verloren hat. Ich habe gedacht, einen Arm verloren, boah, den rufst du jetzt mal an, ja. Habe ich ihn angerufen und dann fragte er so, sag mal, du fragst so, wie es mir geht, so, hast du ja auch einen Grund, warum du mich so fragst, ich kenne dich doch. Und dann sagte er, ja, also ja, du, ich habe das geträumt und sag, nee, nee, du, also mit meinen Armen ist ganz gut, also gesundheitlich alles ganz fein. Sag, ja, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt jetzt ist, dass dir ein Arm amputiert wurde und du verletzt bist, aber gibt es irgendwas, wo es ein ganz komisches Thema mit Handeln gibt? Und dann erzählte er mir, dass er tatsächlich vor einem riesigen, großen beruflichen Thema stand, wo er dringend handeln muss und gebremst wird durch äußere Umstände und nicht handeln kann. Also. So, das sind so die wirklich Träume, die habe ich regelmäßig. Ich habe auch geträumt, zum Beispiel mal in meinem Leben, da hatte ich einen Freund, das ist 30 Jahre her, und ich träumte, ich schlief mit einer anderen Frau. Ich sah sie blond, blauäugig und er war zu der Zeit 500 Kilometer entfernt in Hamburg. Ich war in Mainz. Und ich erzählte ihm das am nächsten Tag, da hat er mich ausgelacht. War nichts so. Einige Wochen später waren wir in Hamburg zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Wir gehen eine Treppe hoch und bei der Treppe oben steht eine Tür, ist eine Tür und eine Frau öffnet die Tür und ich denke, ups, guck mal hier, das ist doch die, von der ich geträumt habe. Guckt er mich ganz betreten an. Und dann gab es ein Geständnis. Ja, solche Sachen sind mir also auch passiert. Das sind eben auch alles Ebenen dieses Bilderdenkens. Nun kann das positiv sein oder negativ. Ich habe gelernt, dass es für mich immer positiv war. Immer. Ich hab praktisch nie in meinem Leben Albträume. Ich habe manchmal verworrene Träume, so Träume, die, von denen ich weiß, was soll das, ja. Und auch die so eine Unruhe oder Irritation hinterlassen. Das ist aber schon das Negativste, was ich an Aufwachgefühlen habe nach einer sehr belebten Nacht. Sehr häufig habe ich das, und das ist auch ein Tipp, den ich an euch habe, so dass ich ganz geile Affentitten, geile Ideen habe. Und die muss ich mir in der Minute, in der Sekunde, wo ich sie habe, beim Aufwachen aufschreiben. Deswegen liegt immer ein Zettel neben meinem Bett, weil eine Minute später sind die weg. Und wenn man sich dann hinterher hinsetzt und diese Geschichten heute, diese Geschichten nochmal anschaut, dann weißt du auch noch, was dein Unterbewusstsein dir da sagen wollte. Hörst mich heute so leise? Lautstärke verändern. Lass mal gucken, das werden wir doch gleich mal raus haben. Lautstärke steuern. Sag mir mal, ob es jetzt besser ist. Ich soll die Lautstärke, ich kann sie hier regeln. Sag mal. Wie ist es? Jetzt viel besser? Oh, sehr schön, danke. Immer raus damit. Danke. Okay, perfekt. Gut, machen wir es wieder aus. Okay.
So, jetzt ist natürlich die Frage, was nützt uns das noch? Na, da haben wir also tolle Träume, dann haben wir meinetwegen auch wunderschöne visuelle Ideen. Dann gibt es manchmal Erinnerungsflashbacks und dir werden Dinge bewusst und Zusammenhänge aus deiner Vergangenheit werden dir klar, die du bisher nicht verstanden hattest. Auch das gehört dazu. Also intensive Erkenntnisprozesse über Bilder, die in dir auftauchen. Dann gibt es ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel, hast einen Schlüssel verloren. Jetzt kannst du dir hingehen und überlegen, wann habe ich ihn zuletzt gehabt und das war jetzt in dem und dem Geschäft und so weiter. Was ich dann mache, ist, ich überlege mir, wo liegt er? Wo liegt er? Wirklich, wo liegt er? Und dann gehe ich manchmal irgendwo hin. Ich habe es neulich in einem anderen Webinar vor 3 Monaten oder so erzählt. Da hatte ich ein Kabel verloren beim Umzug. Und fand das nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, na shit, also machst du was anderes, denkst einfach gar nicht mehr dran, räumst die Servietten weg. Ich räume Servietten weg und tue die in einen Kasten. Und was war in dem Kasten? Ein Kabel. Dieses Kabel, was ich gesucht habe. Das sind solche Dinge, wo uns das Unterbewusstsein über die Bilder leitet. Welche Auswirkungen die Bilder auch noch haben, möchte ich euch anhand einer Geschichte erklären. Und zwar gibt es die Untersuchung, ganz alt, habe ich auch schon mal in einem anderen Webinar erzählt, aber ich weiß, ihr vertragt es gerne auch noch mal mit einer Wiederholung, nämlich dass die Übung mit der Muskulatur. Könnt ihr euch erinnern? Wer war bei diesem Webinar schon dabei, als ich das erzählt habe? Wenn jetzt ganz viele Ja schreien, dann brauche ich das gar nicht lange auszubreiten. Schreit keiner Ja. Okay. Ja, Monika. Monika weiß es natürlich. Andrea, du wirst es auf jeden Fall noch hören, weil das ist etwas sehr Beliebtes. Und da du ja, ach ja, Monika und Andrea, ihr werdet euch am Freitag kennenlernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Eine Untersuchung, ganz wissenschaftliche Studie, kein esoterischer oder spiritueller Hokuspokus. Es geht um eine Untersuchung, die hat die Universität Ohio gemacht. Und da gab es zwei Versuchsgruppen. Eine Versuchsgruppe hatte die Aufgabe, 4 Wochen lang, einmal täglich, 15 Minuten Zeigefingergymnastik zu machen. Zu Beginn dieser 4 Wochen wurde die Kraft, die Muskelkraft im Zeigefinger gemessen. Kann man ja messen, einfach welcher Widerstand ist da. 15 Minuten, 4 Wochen lang, einmal am Tag diese Übung machen. Und es war klar, natürlich ist wie jeder andere Muskel im ganz gesamten Organismus auch, dass dieser Muskel im Zeigefinger oder die Muskeln im Zeigefinger an Kraft gewonnen hatten, nachdem sie diese Übung gemacht haben, einen Monat lang. Nun gab es eine zweite Gruppe, die den Versuch ebenfalls gemacht hat. Diese Gruppe hatte aber eine andere Aufgabe. Die hatte die Aufgabe, sich die Übung nur vorzustellen. Genauso wie die anderen. 15 Minuten, 4 Wochen lang, täglich. Ich habe mir nur vorgestellt, dass mein Zeigefinger diese Übung macht. Sehr stark, ne? Und man glaubt es nicht. Natürlich hat auch diese Gruppe eine deutliche Kraftverstärkung im Zeigefingermuskel gehabt. Bei der Gruppe, die es real gemacht hat, waren es über 50%, 57%. Und bei der Gruppe, die das nur vorgestellt, Gedankenkraft, Manifestationskraft gemacht hat, waren es über 30%. Also sehr deutlich, das ist signifikant. Das ist nicht so, na, könnte mal so sein, könnte auch nicht sein. So, wenn wir das also wissen, dann können wir uns überlegen, wie setzen wir die Kraft unserer Gedanken noch ein? Diese Gedankenkraft, die können wir wirklich an vielen Beispielen feststellen. Es gibt diesen sogenannten, wie heißt er nochmal, Roger Bannister-Effekt. Roger Bannister-Effekt, auch ganz einfach. Alte Forschung, also geht auf 1954 zurück. 1954 im letzten Jahrhundert gab es die Überzeugung bis 1954, die ganze Welt hat es geglaubt, ja wirklich, dass es nicht möglich ist, und zwar aus medizinischen Gründen, für einen Sportler 1 Meile unter 4 Minuten zu laufen. Das ist nicht möglich. Wissenschaftler waren sich einig, Sportler waren sich einig, es geht nicht anders. Und es war auch glaubhaft bewiesen durch allerlei Studien. Das Herz kann das nicht verkraften, die Muskulatur kann das nicht, die Knochen können das nicht, die Belastung ist einfach zu doll.
Die Fachwelt war sich einig. Dann haben das natürlich alle Welt haben das immer wieder versucht, diese Meile unter 4 Minuten zu laufen. Und dann kam Roger Bannister. Roger Bannister bereitete sich auf jeden Lauf mental vor. Heute wissen wir das. Boris Becker hatte dann einen Mentaltrainer. Die Fußballprofis haben Mentaltrainer. Jeder Hochleistungsmanager hat einen Mentaltrainer, Coach. Und da bereitet man sich vor auf ein Ereignis. Der Roger Bannister hat sich also auf den Meilenlauf vorbereitet und hat visioniert, dass es ihm völlig locker und easy möglich ist, die Meile unter 4 Minuten zu laufen. Er hat sich das Ziel gesetzt und hat das ungefähr 1000 Mal in seiner Vorstellung bereits erreicht. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was ich jetzt erzähle, ist klar. Natürlich hat der gute Mann das erreicht. Der hat also die Meile unter 4 Minuten geschafft. Und jetzt kommt's. Nachdem diese Glaubensschranke, die bis dahin eine kollektive Glaubensschranke war, gefallen ist, ist im gleichen Jahr 1954, sind noch insgesamt 37 Menschen auch unter 4 Minuten gelaufen. 1955, im Jahr darauf, waren es 300 Menschen. Es hat auch überhaupt nur, es war natürlich ein Weltrekord, logischerweise, es hat auch nur 46 Tage gedauert, bis dieser Weltrekord von jemand anderem eingestellt wurde. Und jetzt könnt ihr euch einfach vorstellen, daher, weil das so signifikant war, diese Veränderung, die entstanden ist, nachdem es ein einziger geschafft hatte, dadurch ist der Name entstanden, Roger Bannister. Wie findet ihr das? Na, es ist also ganz einfach, und das ist Wissenschaft, es ist nicht Hokuspokus. Einfach nachgewiesen, dass das, was wir denken, unsere Realität schafft. Einige von euch sind im Online-Kurs Hochsensibilität und auch bei den Scannern dabei. Habt ihr die Teilnehmerliste gesehen? Ihr wisst es, wir hatten da schon ein ganz großes intensives Modul. Stellt euch vor, wie die Welt ist, wenn ihr viel weniger Selbstzweifel hättet. Wenn ihr viel weniger in Frage stellt, wenn ihr viel weniger glauben würdet, was ihr alles nicht könnt, Roger Bannister, wenn ihr glauben würdet und euch genau und deutlich vorstellen würdet, was ihr gerne leben möchtet, wie ihr gerne leben möchtet, welche Ziele ihr erreichen möchtet. Andrea zum Beispiel, ne? Andrea, ich kenne deine Ziele, du wirst sie erreichen. Auch du träumst übrigens, ja, wie wir wissen. Ja. Ist das nicht eine faszinierende Überlegung? Ich habe euch jetzt zwei Beispiele genannt. Nummer eins und Roger Bannister, Wikipedia, schlagt Wikipedia nach, ne? Nach dem Roger Bannister-Effekt 1954. Roger Bannister und ganz klar, einfach ein Fakt, Fakten. Jetzt überlegt euch, in eurem Leben ist eine Aufgabe an euch. Alle Zuschauer. Was möchtet ihr gerne anders haben und habt ihr eine klare Vorstellung davon? Wenn wir keine klare Vorstellung davon haben, werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Roger Bannister ist 1000 Mal die Meile unter 4 Minuten gelaufen. Der hat sich wahrscheinlich 1000 Mal den Startschuss vorgestellt und wie er angefeuert wird und wie er rennt und läuft und wie die Uhr tickt und mitläuft und wie dann das große Jubeln ausbricht. Oder Boris Becker, als er in Wimbledon mit 17 Jahren das erste Mal gewonnen hat. Ja? Sich lange und intensiv vorher vorstellen, wie sieht's aus? Wenn du keine klare Vorstellung hast, ist es wichtig, diese Vorstellung zu erarbeiten. Und das geht. Also schreib dir es auf. Schreib dir wirklich auf, wie sieht der Tag aus. Ich habe diese Übung gerade mit der Andrea gemacht. Monika kennt sie auch. Einen bestimmten Tag, an dem etwas ganz Bestimmtes passieren soll, sein soll, sich genau vorzustellen. Das genaue Vorstellen heißt, ich weiß, wie ich mich kleide, ich weiß, wie der Raum aussieht, ich kenne die Temperatur in dem Raum, ich stelle mir jetzt vielleicht sogar die Tageszeit vor, welche Menschen sind mit mir, was ist die Umgebung, wie ist die Beleuchtung, wie riecht es dort, welche Möbel habe ich um mich herum. Alles das sehr präzise, sehr genau vorstellen. Und dann auch bitte vorstellen,
Kleinigkeiten, an die du vielleicht sonst nicht denkst. Ich sage eine kleine Erinnerung. Ihr kennt alle das Thema Bestellung ans Universum. Das ist so, ich bestelle ans Universum und das heißt dann irgendwie. Ich kenne ein Beispiel von einer Frau, die zum Beispiel ans Universum bestellte, wie ihr Mann sein soll, ihr Traumpartner, den sie sich vorgestellt hat. Und dann hat sie sich dann, hat dann aufgeschrieben, ne, und hat aber kein richtiges Bild gehabt, sondern hat so, ne, die kennt die Liste, ne, was da alles so sein soll, die Wunschliste. Und hat sie aber ein paar Details vergessen. Die Details nämlich zum Beispiel, dass er frei sein sollte. Wenn du dir ein Bild machst von einem Partner, wie er mit dir lebt, wie er mit dir isst, wie ihr eure Wochenenden, eure Abende gestaltet, eure Urlaube erlebt, wenn du dir vorstellst, was ihr für gemeinsame Interessen habt, Hobbys, wie die Familienbande sind, wie er mit deinen Kindern ist oder wie ihr gemeinsam Kinder zeugt. Hallo, logisch sind dann solche Kleinigkeiten, wie er sollte frei sein, mit enthalten. Das heißt, in der Bildsprache könnt ihr viel weniger leicht Fehler machen, als wenn ihr analytisch mit To-Do-Listen oder Anforderungslisten vorgeht. Euer Unterbewusstsein weiß sehr genau, was es braucht. Wenn ihr dann nicht dran denkt, dass dieser Mensch zum Beispiel frei sein soll, dann macht es nichts. Euer Unterbewusstsein hat die Bilder genauso visualisiert, wie sie so, sein müssen. Hat jetzt jeder von euch, die hier zuschauen, eine klare Vorstellung von einem Ziel, was er erreichen möchte? Einem Wunsch, einem Vorhaben oder einer Entscheidung, die ansteht. Und wie das aussehen könnte, wenn du dir diese Realisierung vorstellst. Ja, gut. Ich mache jetzt mal die Chat-Funktion aus. Wir haben jetzt auch ungefähr die Hälfte der Zeit um. Dann könnt ihr nämlich so. Könnt ihr sicher sein, jetzt könnt ihr mir alle Geheimnisse verraten. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Themen noch, hat sich gerade erfüllt? Ach, guck mal hier. Aha. Ah, sehr schön, danke. Also es ist wirklich so, dass ihr mich jetzt fragen könnt, wenn ihr so ein paar Stellschrauben noch braucht, wenn ihr Hinweise braucht, wie kann ich denn gut visualisieren? Ich habe das schon probiert, aber bei mir hat es nicht geklappt. Oder es hat was geklappt, aber das andere nicht. Schreibt es doch bitte. Ja, Anke, ganz wichtig, möglichst klar. Das kann sein, dass das jetzt noch nicht kommt auf der Stelle. Dann bitte dein Unterbewusstsein, dir diese Bilder zu schicken, wenn die Zeit reif ist. Manchmal braucht es ja, braucht Zeit. Die Dinge müssen reifen. Und je größer die Entscheidung, je größer die Vision ist, Vision, Vorstellung, Visus, ne? Videre, lateinisch, sehen, daher kommt doch das Ganze. Ja. Je größer diese Vision ist, umso mehr Zeit lasst ihr. Damit also wirklich auch die einzelnen Parameter, die dazu gehören, die wichtig sein können, die Einfluss haben auf dich und auf diese ganzen Entscheidungsaspekte, dass du dir Zeit lässt, diese zu entwickeln. Genau. Es ist wirklich, stellt euch mal bitte vor, eine ganz einfache Übung. Du stellst dir vor, nehmen wir das Thema Gesundheit. Wir alle wissen, machen wir uns nichts vor. Wir sind aufgeklärte Menschen. Wir sind jetzt nicht die von der ungebildetsten Sorte, sonst werden wir nicht in so einem Webinar, was ein bisschen technisches Verständnis erfordert und so weiter tippen und so. Wir wissen also, wie gute Ernährung geht. Das wissen wir. Und da gibt es Leute, die haben einfach immer wieder Rückfälle in Scheißernährung, in Ernährung, die krank macht, in Ernährung, die den Körper belastet und so weiter. Ja. Dann gibt es Menschen, die haben größte Erfolge, damit ihr Wunschgewicht zum Beispiel zu erreichen, durch Vorstellung. Sie sehen sich nicht, ich habe eine Diät und esse nur 5500 Kalorien am Tag und all sowas. Nein. Sie stellen sich vor, welche Kleidung sie tragen. Sie stellen sich vor, wie sie beweglich die Treppen in die dritte Etage hochspringen. Sie stellen sich vor, wie sie locker und easy einen Spaziergang machen, der vor einem Jahr noch nicht möglich ist. Sie stellen sich vor, was sie für schöne bunte Teller haben, in denen so frische, knackige Sachen sind mit tollen Kräutern und Gewürzen. Ja. Sie stellen sich nicht vor, wie wahnsinnig affentittengeil Pommes rot-weiß aussehen. Das macht keiner, der sich eine gesunde Ernährung vorstellt. Ja?
So, ah jo, die Fragen trudeln ein. Warte, warte, warte. Ich scroll mal kurz nach oben, damit ich gucken kann. Kleinere Dinge zu manifestieren klappt gut, größere nicht. Warum? Vielleicht ist es der Zeitfaktor. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass es eine sehr komplexe Geschichte ist und jetzt versuche es unter Umständen in kleine Salamitaktik, ja, in kleine Etappen runterzubrechen. Wenn du ein großes Projekt hast, was kannst du für kleine Projektchen rausnehmen? Wenn du eine große Vision hast, welche kleinen Ziele und Meilensteine kannst du runterbrechen? Dann fällt es auch deinem Unterbewusstsein leichter, sich diesem Thema zu widmen, als wenn das wie so ein riesiger Berg vor dem ist. Ist klar, ne? Okay. Wie mein Partner sein soll? Ja, wegen Job? Nein, bin gerade arbeitslos. Kann sehr gut visualisieren, habe Riesenangst, nie einen Mann zu finden, weil ich 40 bin und noch nie eine Beziehung hatte. Das ist überhaupt kein Problem. Ehrlich, ich schwör's dir. Wirklich ist so. Wenn du wirklich bereit bist für Nähe, wenn du wirklich bereit bist, wirklich, wirklich, wirklich. Und Leute, machen wir uns nichts vor. Das ist das Schwierigste überhaupt. Meine Güte, ein Job, ja. Aber wirklich in Beziehung treten zu können, ist das Schwerste überhaupt, weil in der Beziehung werden wir konfrontiert mit einem Spiegel, visualisiert wieder. Das ist ein Mensch, der spiegelt uns in seinem Verhalten, was wir aussenden. Bin ich stinkig drauf, reagiert er. Und bin ich es unbewusst, reagiert er. Bin ich fröhlich und freundlich, ist er es auch. Umgekehrt ganz genauso. Und da diese Interaktion zu managen, davor haben viele Menschen einfach Angst und Sorgen. Deswegen, Sigrid, ein Tipp für mich, von mir, für dich. Wir haben jetzt in der kommenden Woche, ich sage dir gleich einen Termin, kommende Woche, dass ich nicht lüge, doch am Mittwoch, am 13.07. und am 21.07. zwei Webinare nur zu dem Thema. Und diese Webinare, muss ich den Enrico mal fragen, widmen sich dem Thema Dating, Beziehung, Partnerschaft und Partner finden vor allen Dingen, ja. Da wäre also mein Tipp, kostet auch nichts, ne? Ist natürlich, so wie hier auch, die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Wir brauchen noch ein bisschen, um das technisch zu machen und vorzubereiten, weil das ist eine sehr viel größere Gruppe und es ist die Vorbereitung für den Online-Kurs Dating, der am 25.07. startet. Natürlich werden wir uns also mit dem Thema intensiv beschäftigen. Wenn du Lust und Zeit hast, komm dahin. Wenn du nicht dabei sein kannst, melde dich dann trotzdem an, wenn demnächst diese Webinare angekündigt sind, damit du auch die Aufzeichnung bekommst. Ihr könnt immer Aufzeichnungen bekommen von den Webinaren. Eine weitere Frage. Ich habe das noch nie gemacht. Bin das allererste Mal dabei. Würde gerne wissen, wie das mit dem Visualisieren hinbekommt. Ja, so wie ich es erzählt habe, ja. Genau vorstellen. Visualisieren ist praktisch Tagträumen. Du kannst dich hinsetzen. Meine Mutter nannte das immer, oder nennt es heute noch, sie lebt ja, in Gedanken spazieren gehen. Also wunderschön, sie hat mir vor vielen Jahren irgendwann mal erzählt, sie ist eine alte Frau, jetzt 87, dass sie natürlich nachts nicht mehr so lange schläft. Und alte Menschen brauchen weniger Schlaf. Sag ich immer, was machst du denn dann? Weil sie ist blind, lesen kann sie nicht, Fernsehen macht sie auch nicht. Audiobooks, sonst hört sie immer Bücher, ja, oder hört Zeitungen, kann man ja auch machen. Und sie sagt so, es ist so toll, ich gehe dann in Gedanken spazieren. Sag ich, wo gehst du denn dann spazieren? Erzähl doch mal. Und dann erzählte sie mir, wo sie in Sylt spazieren geht, wo sie mal im Urlaub war und wo sie in irgendeiner anderen Wohnung, wo sie früher mal gelebt hat, im Wohnzimmer geht sie rein und hört sie also in der Vorstellung auch, wie die Türklinke sich anhört und wie es da roch und welche Farbe die Tapete hat und in Gedanken spazieren gehen. Vielleicht hilft dir diese Beschreibung, Lotte, dir das nochmal genauer vorzustellen, wie geht Visualisieren. Du kreierst dir praktisch einen eigenen Film. Du bist der Regisseur. Du bist gleichzeitig der Hauptdarsteller. Du kannst dir auch die Nebendarsteller suchen, so wie du sie dir gerne vorstellst. Ja. Das ist Visualisieren. Sich wirklich einen eigenen inneren Film machen.
Ihr kennt das alle von Leuten, die sich Sorgen machen. Ja, da drehen wir den Spieß einfach gerade mal um ins Gegenteil. Das, was Leute wirklich belastet, wo sie Probleme haben, das sind Sorgen, die sie sich machen. Sorgen heißt, ich denke mit Angst und Bedenken an die Zukunft. Das andere ist, was ganz viele Menschen haben, das ist Grübeln. Auch das ist Vergangenheit. Ich denke in Vergangenheit. Das heißt, ich stelle mir vor, solche Sachen wie wennste, hättste, wärste in der und der Situation. Das sind auch bildliche Vorstellungen bei vielen Menschen. Ja. Du nutzt jetzt einfach deinen eigenen Film kreieren für das, was dir gut tut. Das ist in Gedanken spazieren gehen. Wer in Gedanken spazieren geht, geht doch nicht da spazieren, wo es blöd war. Macht doch keiner. Wenn ich spazieren gehe, dann mache ich das da, wo es schön ist. Wo meine Seele genährt ist, wo ich aufblühen kann, wo es so schön und angenehm und positiv ist und du dann von dem Spaziergang nach Hause kommst, in deine Realität zurück und sagst, ach, das hat jetzt gut getan. Ja, das ist das, worüber wir heute sprechen. Okay? So, nächste Frage. Fällt mir schwer, es ist verschwommen. Vielleicht sind es auch Widerstände, Glaubenssätze, dass ich es nicht verdiene, etc. Kann sein. Glaubenssätze und Widerstände sind aber in der Regel keine Bilder. Das sind Gefühle. Das sind Gefühle und in den allermeisten Fällen sind es Gedanken. Und zwar solche Gedanken wie, ach, ich darf das nicht und wie bist du blöd, kannst du nicht, ach komm, jetzt denk doch nicht so ein Zeug, das wird doch eh nicht so und ach, ja, wo sind wir denn hier, Märchen und bin ich Pippi Langstrumpf, ja. Das sind Gedanken. Das sind hemmende Gedanken und Glaubenssätze. Wenn du die einfach, Gott, kann ich denkst, du stellst dir, nur wie ich es eben für die Lotte erklärt habe, du stellst dir deinen Film so vor. Und natürlich gibt es in Filmen, gibt es ja manchmal Filmsequenzen, die sind verschwommen. Das ist so wie nächtlich über den Wolken oder es ist so ein bisschen neblig oder Gischt vom Meer sprüht hoch. Dann lässt du das einfach in deinem Traum so zu und wartest, bis der Nebel sich legt, bis die Gischt verschwunden ist, bis der Wind es weggeweht hat und dann kommt Klarheit. Das ist eine Übungssache. Ich sag nur, okay, Ute? So, nächste Frage. Mal gucken, ob wir es schaffen, heute alle Fragen zu beantworten. Ah, okay. Mir fällt es schwer, die ganzen Details, die auftauchen, an ihren Platz zu bringen und zu sortieren. Ich meine, das meine ich auch mit unklar. Das Bild ist schnell überlastet. Schau mal, wenn du ein Bild dir kreierst und dir einen Film anschaust und in Gedanken spazieren gehst, das sortierst du nicht. Gehst du in den Supermarkt und fängst an zu sortieren? Nein. Es geht nur um Wahrnehmung. Wahrnehmung, nicht sortieren. Bild. Ich überlege gerade, wie ich das machen würde, wenn ich Vorstellungen hätte, ich müsste was sortieren. Lass mich mal gerade kurz versuchen, es nachzuvollziehen. Ich visualisiere seit einiger Zeit, ich habe im nächsten Jahr 3 Monate Sabbatical, 3 Monate Auszeit. Ich will irgendwo hin. Ich weiß aber nicht wohin. Und ich visualisiere, und das ist genau sehr nebulös, weil ich es nicht weiß. Ich visualisiere mehr, wie ich mich fühle dann dabei. Ich weiß nicht, ist es in Indien, werde ich in einen Yoga-Ashram gehen oder in ein buddhistisches Zentrum nach Amerika. Auch das ist eine Möglichkeit. Oder gehe ich Backpacking, wandern durch, blablabla, weiß ich nicht. Das sind Details, die kann ich nicht. Jetzt. Vielleicht kann ich ist es in einem Jahr. Ist noch ein bisschen Zeit. Aber ich visualisiere das Gefühl, was ich haben werde, wenn ich diese Freiheit habe, die für mich eine riesige Freiheit ist. Das Gefühl, wie sich dann mein Leben anfühlt, das kann ich visualisieren, ich kann es mir vorstellen, ja, weil ich mir vorstellen kann, wie dann so mein Alltag ist. Das Drumherum ist nebulös, aber mein Ich und meine Wahrnehmung von mir ist sehr deutlich. Hilft dir das? Woher kann ich wissen? Sehr schöne Frage. Eat, pray, love, yes, Ute. Oh, so in etwa. Genau. Warte mal, das ist mal eine sehr schöne Frage. Nochmal hochscrollen. Achtung, eben nochmal hoch. Woher kann ich wissen, dass es wirklich gut für mich ist, das Ziel zu erreichen?
Da fragt deine Intuition. Wenn du nicht extrem masochistisch veranlagt bist, wirst du dir keine Visualisierung vorstellen, also keine Manifestation von etwas, wo du Schmerzen hast, wo du gefoltert wirst, wo es dir schlecht geht, wo du arm wirst, kein Dach über dem Kopf hast und dich keiner lieb hat. Richtig? Sonja, machst du nicht. Du stellst dir vor, dass es richtig toll ist. Du stellst dir vor, dass du eine Umgebung hast, die schön ist, angenehm. Du stellst dir zum Beispiel, auch wenn zum Beispiel ein Ziel beruflich nicht ganz klar ist, du aber so eine Ahnung hast, wie sich das anfühlt. Nehmen wir mal an, ein Mensch, der sagt, ich bin's satt, immer zu wenig zu verdienen. Ich habe die Schnauze voll, unterbezahlt zu sein und ausgenutzt. Ich bin bis da oben hin, bin ich satt, einen Stundenlohn von da zu haben. Ja? Dann stellst du dir, und du weißt aber nicht wie. Was machst du dann? Du gehst hin, wo sind sie? Dahin, holst dir deine Kontoauszüge und dann nimmst du einen Kontoauszug und ein Edding und dann malst du ihn dir so, wie du ihn gerne hättest. Ja? So, und dann hast du das einmal gesehen und dann verinnerlichst du das Bild von dem Kontoauszug, wo am Monatsende die Zahl drauf ist, die du gerne hättest. Dann siehst du, wie du einen neuen Kontoauszug am Monatsanfang kriegst. Und dann siehst du, ach, guck mal hier vom Monatsende zu, hat sich das und das verändert. Da ist das draufgekommen. Entweder als ein Gehalt, was am Monatsanfang kommt, oder andere Zahlungen. Du siehst einfach auf jeden Fall, das ist da drauf. Wenn es darum geht, du hast das Gefühl, du arbeitest zu viel. Dann stellst du dir vor, nicht wie dein Arbeitsplatz aussieht, wo du nur 8 Stunden hinkriegst, sondern du stellst dir vor, wie das ist, wenn du abends um 16 Uhr, um 18 Uhr, na, wollen nicht übertreiben, um 18 Uhr nach Hause kommst und dir als erstes mal deine Business-Klamotten ausziehst und dich in die Küche begibst und dir einen wunderschönen Tee machst. Dann nimmst du deinen Tee, trinkst deinen Tee. Setz dich hin. Auf dem Weg von der Arbeit warst du schon in aller Gemütsruhe einkaufen und hast bei deinem Bio-Food-Dealer das gekauft, was du für dich, deine Liebsten, heute zum Abendessen kochst. Das hast du vorbereitet und dann sagst du, und jetzt habe ich aber noch eine Stunde oder zwei Zeit und jetzt mache ich ein bisschen Bewegung, gehst mit den Tieren raus. Ja? So stellst du es dir dann vor. Verstehst du, du musst das nicht so konkret machen, sondern vielleicht auch das Ergebnis und dann dem Leben die Möglichkeit geben, dieses Ergebnis für dich zu realisieren. Ja? Och, es gibt so viele Vornamen. Wir haben Ankes, wir haben Sigrids, wir haben Lottes. Ich lasse die Nachnamen alle weg. Bettina, es sind so viele Nachnamen. Die lassen wir alle weg. Nur die Vornamen. So. In Gedanken spazieren gehen, ja. Das ist wirklich eine. Ich war auch so dankbar, als meine Mutter dieses Wort gebraucht hat, weil das macht sofort Klick. Das hört sich so anders an als visualisieren. Es ist das Gleiche, ja. Es ist einfach das Gleiche. Sie, bei ihr wusste ich aber, wie es ist. Es liegt dann mit ihren 80 Jahren im Bett und geht in Gedanken spazieren nachts, ja. Und dieses in Gedanken spazieren gehen ist so greifbar und so leicht nachzuvollziehen, dass man es auch nicht so schnell vergisst. Wenn du bei nächster Gelegenheit also dir eine Vorstellung machen möchtest, dann weißt du, ah, ich probiere es mal mit in Gedanken spazieren gehen. Was passiert mit mir, wenn dieser Kontoauszug tatsächlich Wirklichkeit wird? Heißt das, ich visualisiere die Folgen meiner Zielerreichung gleich mit? Kannst du gerne machen. Du kannst dir vorstellen, also nehmen wir mal an, du hattest bis dahin zu wenig Geld und hast deswegen Lebensumstände gehabt, die doof waren. Also dein Auto hat es gerade noch bis zum nächsten TÜV geschafft und braucht aber dringend mal, boah, ja, aber hast du nicht gemacht, ja. Und du denkst, ach komm, jetzt schauen wir mal, wie viel auf dem Konto ist. Ich glaube, dieses Auto stoße ich ab und nehme eins, was erst 4 Jahre alt ist, statt 15. Das könnte eine Folge sein, die du dir vorstellst. Oder du sagst, ja, weißt du, also diese Kellerwohnung, die so feucht und schimmelig ist und wir wohnen zu viert in zwei Zimmern, die finde ich auch nicht so toll. Stell dir die Wohnung vor, die hell und licht und so groß ist, dass du da gerne drin wohnst. Die Folgen kannst du dir auch vorstellen. Kannst du, musst du aber nicht. Du kannst auch sagen, ich vertraue dem Leben. Es passt schon. Ich hätte gern mehr Platz. Ich hätte gern mehr Licht. Ich hätte gern mehr Euronen. Ah, Euronen. Ich hätte gerne, ach, ein Urlaub nächstes Jahr wäre schön. Dafür brauche ich das und das. Ne? Und dann gibst du auch der
der ganzen Umgebung um dich. Freiheit, Freiheit, so zu werden, wie es möglich ist. Wenn wir uns das so vorstellen, wie diese Liste, und ihr wisst schon, die Liste, dann kann so viel verloren gehen oder vergessen werden. Denkt an die Frau, die sich vergessen hat vorzustellen, dass der Mann frei sein sollte, weil die nicht in Bildern gedacht hat, weil die nicht gedacht hatten, sondern die hatte die Liste. So, nochmal hochgehen. Zeichentrickserie, es war einmal das Leben. Nee, kenne ich nicht. Nee, kenne ich nicht. Genau, du bist als Regisseur in deinem Film der Chef von dem, was du siehst. Du hast es in der Hand, dir vorzustellen. Und ich meine, natürlich wirst du nicht dir schreckliche Sachen vorstellen. Und mal, übrigens habe ich da, was ist, wenn im Unterbewusstsein noch ein Programm läuft, das den gewünschten Erfolg noch nicht erreichen lässt? Dann fragst du dein Unterbewusstsein, ob es das noch braucht. Sag, stell dir mal vor, wie leicht und easy das da geht, ja, das da oder was auch immer geht, wenn da so, wenn du das Programm schaffe ich nicht abschaltest. Wenn du sagst, weißt du was, brauchen wir doch nicht mehr, ist doch alt. Ne? Und du könntest auch schlicht und einfach sagen, weißt du was, ich bin jetzt 55 Jahre alt und ich habe keinen Bock mehr auf die alten Kamellen. Ich gebe denen überhaupt keine Energie mehr. Ein Programm, da ziehst du den Stecker, kannst du übrigens geradezu wirklich auch bildlich vorstellen. Du ziehst den Stecker. Da ist keine Energie mehr dahinter. Und du könntest auch sagen, liebes Unterbewusstsein, da oben meine wunderbaren Regisseure, die da sitzen und sagen, ich will jetzt einfach mal ganz klar Schiff machen da oben. Also alles das, was unklar ist, was nörgelnd ist, was blöd ist und so. Ihr dürft gehen. Ich brauche den Kritiker, brauche ich noch. Ich brauche den Selbstzweifler auch immer noch mal, weil das hält mich am Boden. Ich brauche den Strategen. Ich brauche auch den, der immer mal wieder sich Sorgen macht, weil dann wird er so ein bisschen realistisch. Aber bitte auf Einladung. Auf Einladung. Nicht ungefragt am Tisch sitzen. Ich lade meine Gäste in mein Haus, an meinen Esstisch lade ich mir ein. Und weißt, so, versteh dir, die Bilder kannst du doch ausmalen, wie du gerade lustig bist. Kann man sich beim Gedanken spazieren gehen auch verrennen? Oh, den Eindruck habe ich nämlich bei meinem 17-jährigen Kind. Meinst du 17-jähriges Kind? 17-jähriges Kind? Aha, okay, ja, dann ist ganz einfach. Liebe Anita, bitte denk dran. Ein Gehirn in der Pubertät ist eine Baustelle. Buchstäblich und physiologisch, nachweisbar. Da sind Synapsen nicht miteinander verknüpft, von denen du als Erwachsener denkst, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja? Physiologisch, das ist so. Das dauert bis zum 20. Lebensjahr, bis das Gehirn nicht mehr die massive Baustelle ist, wie in der Pubertät. Bis zur Pubertät ist reines Wachstum. Wachstum, 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 Lernen. Aktivieren von Hirnregionen. In der Pubertät fangen ganz neue, durch Hormoncocktails, fangen ganz neue Prozesse an, biochemisch, im Kopf, im Gehirn und damit andere synaptische Verschaltungen. Alles, was in der Pubertät geschieht, ist sozusagen Unzurechnungsfähigkeit. Mach dir keine Sorgen. Kind läuft garantiert in verkehrte Richtung. Als Mutter hast du nur eine Chance. Sagen, pass mal auf, könnte sein, da hinten ist ein Abgrund. Ich sag's dir bloß, wenn du fallen willst. Wenn du dich hinstellst, sagst, nein, 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 das Kind rennt erst recht. Das ist Pubertät. Wenn du es an die Hand packst und sagst, ich pass auf dich auf und ich liebe dich und wird es an dir ziehen und dich mitreißen. Das ist Pubertät. Du kannst einfach nur hoffen, dass du frühzeitig in den Jahren vor 17 dafür gesorgt hast, dass wenn es am Abgrund steht, da so viel Gleichgewicht noch da ist, dass sich da runter guckt, am Abgrund sagt, ach nee, komm, lass mal bleiben. Okay. Ja, kannst echt nicht anders. Sorry. Alte Erfahrung, fünfmal Pubertät erlebt. Pausch nicht nochmal, ehrlich nicht. Boah. Okay. So, was haben wir noch für Fragen? Da oben war noch eine.
da waren noch so viele Fragen. Ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen. Genau. Sehr schön. Im Ein-Euro-Laden gibt es einen tollen Tipp. Ute habe ich auch in jedem Seminar dabei. Monika kennt ihn schon. Einen Block, den kannst du da kaufen. So ein Abreißblock, ja? So ein Notizblöckchen mit einem 100-Euro-Schein. Und es hilft wirklich, tatsächlich, wenn du den 100-Euro-Schein überall mal hinklebst. Warum? Weil deine Augen, wir sind wieder beim Bilder aufnehmen, darauf reagieren. Und die reagieren mit der Vorstellung, ich bin ja reich. Deine Augen wissen nicht von alleine, das weiß wieder der Verstand, ne? Die Augen wissen nicht, ob das Geld echt ist oder nicht. Sieht sehr echt aus. Super Idee, danke schön, ja? Super Idee. Ah, bei Ängsten. Funktioniert das auch bei Ängsten? Nein, Ängste stelle ich mir nicht vor. Barbara, solltest du auch nicht. Stell dir keine Ängste vor. Was passiert, wenn ich dir sage, liebe Barbara, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten? Genau. Du denkst an einen rosa Elefanten. Was machst du bei Ängsten? Also mal, erstmal ganz kurz zur Feststellung, um was es geht. Wenn es Phobien im Sinne von einschränkenden, wirklich Lebensqualität verändernden Ängsten sind, geht, dann braucht es eine Therapie. Da reden wir nicht mehr von netten Bildchen ausmalen, visualisieren und in Gedanken spazieren gehen. Wenn es darum geht, ein Bedenkenträger zu sein, ein Overthinker zu sein, ein Vieldenker zu sein, der sich gerne Sorgen macht und ja, aber was wenn und es geht doch garantiert schief, solche Ängste, ja, dann kannst du damit wunderbar arbeiten, aber nicht indem du dich mit den Ängsten beschäftigst, sondern mit der Lösung. Immer mit der Lösung. Nehmen wir mal Beispiel, auch bleiben wir bei dem Partnerschaftsthema, weil wir es vorhin schon mal hatten. Ich habe Ängste, Sorgen, mein Partner verlässt mich, weil ich bin, ja, was weiß ich, bin dicker geworden, ich bin älter geworden, ich bin muffig geworden, er ist so und so geworden, ach, und irgendwie passen wir nicht zusammen, sondern diese Sorgen, diese Ängste. Was machst du? Du nährst nicht diese Ängste, sondern die Lösungen. Also, wie kann ich an der Situation, von der du glaubst, die könnte jetzt nicht so gut sein, etwas verändern? Du visualisierst auch das, wie ihr gemeinsame Interessen habt, wie ihr miteinander sitzt und euch austauscht, wie ihr wirkliche innennackte Begegnungen habt, innennackte Gespräche habt, wie ihr wirkliche Verbundenheit lebt, wie ihr sagt, wir brauchen aber auch unsere Freiheit. Ja, und das heißt, wir haben einerseits eine Partnerschaft und Beziehung, wir haben aber auch eine WG, in der jeder machen kann, was er will. Geht. Danke. Das lese ich jetzt aber nicht vor. Sigrid hat mir gerade ein großes Kompliment gemacht. Ich bin ganz gerührt. Jetzt kriege ich rote Backen. Danke. Danke, danke, danke. Dafür bin ich da. Das ist meine Lebensaufgabe. Das ist meine Vision. Wie oft und wie lange soll man in Gedanken spazieren gehen? Mehrmals am Tag hängt es vom Thema ab, vom Visualisierungsvermögen. Ich würde nicht eine sportliche Übung draus machen wie das da, ja, sondern wie es sich wohl anfühlt. Also für mich ist es ist ein Einschlaf- und Aufwachritual. Das in Gedanken spazieren ist für mich das Einschlafen und Aufwachen. Immer, jeden Tag. Und tagsüber brauche ich das tagsüber? Nö, brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich das tagsüber? Wenn ich spazieren gehe, ne, wirklich, also ich kann hier raus und bin ich direkt im Feld. Um die Tageszeit sind da nur Hasen unterwegs und Hundeleute. Und dann kannst du auch so in Gedanken spazieren gehen, die schweifen lassen, sage ich dann immer. Die schweifen dann so. Und dann manchmal mache ich so praktische Sachen und stelle mir zum Beispiel vor, wie ich einen Vortrag gestalte oder was in irgendein Modul von irgendeinem Online-Kurs rein muss. Und manchmal ist es aber auch leer und dann passiert da gar nichts. Und manchmal sind es Bilder. Versuchst du einfach mal mit einem Morgen- und Abendritual. Einfach ausprobieren, Ida, was dir da gut tut und wo du sagst, das ist ein Test wert. Und bitte, 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 sag nicht nach 2 Tagen, es klappt aber nicht. Ich sage das immer bei Menschen, denen ich empfehle, sie sollen meditieren, in die Stille gehen. Ist ein ganz häufiges Coaching-Tipp, den ich für Klienten habe, dass sie einfach diese Balance finden zwischen Reizüberflutung und Stille. Und da muss man einfach üben.
In welcher Form das ist, muss man üben. Muss ich sitzen? Muss ich das mit offenen Augen, mit geschlossenen Augen? Muss ich es an einem bestimmten Ort, mit einem bestimmten Setting oder Ritual verbinden? Oder reicht es eben zum Beispiel spazieren zu gehen oder sehr achtsam Wäsche aufzuhängen oder Kartoffeln zu schälen? Ja? Wichtig ist die Kontinuität. Darauf wollte ich hinaus. Also das, wofür du dich entscheidest beim Meditieren, beim in Gedanken spazieren gehen, bei der Tageszeit, wann du es machst, mach es regelmäßig. Nicht einmal die Woche und das dann einmal im Jahr, ein Jahr lang, das sind 56 Mal, sondern zwei Monate, dann hast du schon 60 Mal, wenn du es jeden Tag machst. Und nach einem Monat, einmal morgens, einmal abends, hast du auch schon 60 Mal. Toll, ne? Und das wird so ein, ich sage an der Stelle immer so gerne, wer von euch putzt sich die Zähne abends oder morgens? Ihr müsst das jetzt nicht reintippen. Ich glaube das jetzt mal einfach, dass das die allermeisten Menschen von euch tun. Also mit anderen Worten, ihr habt bereits ein Morgenritual und Abendritual. Und jetzt hängt einfach noch 5 Minuten dran. 5 Minuten ist lang, ist eine lange Zeit. Da passt viel Visualisierung rein. Viel Kraft der Gedanken, viel Manifestation. Und du putzt dir die Zähne und gehst ins Bett und dann, ich hoffe, ihr habt alle keinen Fernseher im Schlafzimmer. Boah, das gehört ja gar nicht rein, ne? Wirklich kein Fernseher. Lesen. Lesen, vielleicht noch Notizen machen, Tagebuch schreiben oder sowas. Und dann ablegen, ab und zu in Gedanken spazieren gehen und schauen, was dabei rauskommt. Ja, da hast du einen guten Tipp, Sonja. Super Tipp. Wenn die Stimmung zur Vision passt, ist es viel einfacher, sie zu visualisieren. Ja. Was kann man tun, wenn man gerade in einer ganz anderen Stimmung ist und die Vision unvorstellbar wird? Ja, das kann auch passieren. Wenn man den Bezug dazu verliert, dann warte einfach. Das kannst du nicht erzwingen. Dann sagst du einfach, okay, jetzt ist nicht die richtige Zeit. Roger Bannister hat bestimmt auch nicht ständig sich damit Gedanken, in Gedanken damit beschäftigt, die Meile zu laufen. Der hat vielleicht auch mal einen Job gehabt, wo er Geld verdienen musste. Und war es nicht die Zeit, jetzt gerade mal die Meile zu laufen und sich diese 4 Minuten vorzustellen? Beim Sex ist zum Beispiel besser, du denkst nicht daran, ja, und stellst dir nichts anderes vor, sondern bist einfach im Moment. Und so wirst du wahrscheinlich noch viele andere Situationen in deinem Leben kennen, wo du sagst, nee, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Und das kannst du dir dann gönnen, wenn dein Unterbewusstsein sagt, jetzt ist die richtige Zeit. Die Stimmung muss passen, hast du völlig recht. Kann ich mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen? Würde ich versuchen zu dosieren. Das stellt euch mal vor, ich meine den da will ich jetzt auch. Kann ich das überhaupt? Ah, guck mal hier, ich kann das, ich kann 4 gleichzeitig. Wenn ich 4 gleich, mit dem Daumen geht auch, bei dem wird schon, so, muss ich nichts mehr zu sagen. Ja? Kriegst leichter hin, machst so. Wenn das Ziel erreicht ist, nimmst du den. Okay? Ja? Gut. Ihr seht, ich bin total praktisch bei dem. Das ist keine Theorie. Deswegen versteht ihr auch, wir brauchen keine Präsentation und irgendwelche PowerPoint-Dinger oder PDFs, die ihr euch runterladet, sondern ihr könnt ganz einfach wirklich praktisch anfangen zu üben. Ich möchte euch wirklich möglichst immer Handwerkszeug an die Hand geben, wo ihr sofort in die Umsetzung gehen könnt, um das, was euch gerade beschäftigt, zu realisieren oder Themen, die ihr habt, zu lösen. Wir hatten jetzt heute in diesem Webinar visualisieren und Bilder denken. Und ich glaube, ihr habt jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten gehört und auch gesehen, wie ihr damit anfangen könnt. Dieses Webinar wird wiederholt. Ich bin furchtbar gerne bereit, dann auch nochmal Vertiefung zu machen. Aber vor allen Dingen freue ich mich dann, von euch zu hören, was hat denn super geklappt und was ist bis dahin passiert? Wo haben die Möglichkeiten der Visualisierung euch Ziele erreichen lassen? Wo habt ihr Erfahrungen gemacht, die wirklich, boah, ne, so ähnlich wie und Roger Bannister? Also tauscht euch auch aus, wenn ihr euch in Gruppen austauscht, wie zum Beispiel in der Facebook-Gruppe, hochsensibel, hochsensitiv.
Berichtet anderen von euren Erfahrungen. Ihr könnt dann inspirierend sein. Inspirationen kann man weitergeben. Und diese Visualisierung funktioniert bei jedem. Bei jedem Menschen, der so gestrickt ist wie wir. Ich hoffe, ich habe alles in allermeisten. Ja, natürlich, Bilder denken. Geh einfach auf die Seite Open Mind Akademie. www.openmindakademie. Warte mal, ich gebe euch noch einen Link. Da könnt ihr nämlich das nachlesen. Das ist der Roger Bannister. Und wenn da oben in der leichten oberen Ecke auf der Website gibt es eine Suchfunktion, das ist die kleine Lupe. Wenn ihr da den Begriff eingibt, Bilder denken oder manifestieren oder Resonanzprinzip hat auch was damit zu tun, dann kommt ihr auf die entsprechenden Artikel. Okay? Das ist spannend. Claudia, die Frage, die muss ich jetzt unbedingt noch, die muss ich unbedingt noch beantworten. Lass mich mal überlegen. Das ist eine höchst spirituelle Ansicht, aber die kann funktionieren. Also die Frage lautet, kann man auch was visualisieren für jemand anderen? Das kannst du natürlich machen, hat aber eine völlig andere Kraft, als wenn du für dich etwas visualisierst, weil es geht ja um dein Unterbewusstsein. Wenn ich jetzt an die Frage mit deinem Kind denke, ja, ich glaube, eine Mutter in der Verbindung zum Kind hat eine ganz starke unterbewusste Verbindung mit dem Kind. Und ich bin sehr sicher, dass da auch Visualisierung äußerst effektiv ist und super funktioniert. Ähnlich mit einem Partner, ja. Ich glaube, das ist etwas, was hervorragend geht. Die Frage ist nur mit dem Steuern, das heißt, ich steuere ein Ziel für einen anderen. Das halte ich für sehr gefährlich, weil wir nicht hundertprozentig sicher davon ausgehen können, dass unsere eigenen Themen da nicht vermixt werden. Da müsstest du eine derart reine weiße Leinwand sein, was wir alle nicht sind, um wirklich alle Fehler auszuschließen. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig und würde äußerstes Hab Acht sagen. Also Ziele zu visualisieren. Wenn ich mir aber vorstelle, ich visualisiere mir meine Tochter, die jetzt gerade im Umzug steckt und im riesigen Chaos ist und dass sie jetzt Freitag, Samstag, Sonntag sehr gut bewältigt und das mit den Kistenpacken gut funktioniert und Hund ist gut versorgt und ihr hat Unterstützung von und den da mit Baby wird alles gut gehen und so weiter, dann bin ich ganz sicher, dass durch diese Energie, die dahinter steht, das sind ja gute Wünsche, die ich damit verbinde, wird es für sie auch eher leichter sein, als wenn ich mit einer negativen Energie dazu stehe. Hundertprozentig, weil wir, also bei meiner Tochter und mir ist es tatsächlich so, der Ältesten, wir sind so eng verbunden, da passieren die schrägsten Sachen einfach auch über Entfernung hinweg. Oh, kann ich euch Geschichten von erzählen, ja. Aber bei wildfremden Menschen würde ich nie eingreifen. Niemals. Mache ich ganz bestimmt nicht. Okay. Frage damit beantwortet. Ja, genau. Okay, super. Ja. Okay. Freue mich sehr. Freue mich sehr, dass ihr alle da wart. Ihr habt tolle Fragen gestellt und bin gespannt aufs nächste Mal. Ihr findet ja hier bei EduDip die Termine für die weiteren Webinare. Die Webinare für den Online-Kurs, als Vorbereitung für den Online-Kurs. Zum Dating sind noch nicht angekündigt. Das kommt auch erst, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Bitte, da bekommt ihr immer alle aktuellen Veranstaltungen. Okay? Also, alles Liebe. Bye bye und auf bald. Ach so, zum Nachlesen, Nachsehen könnt ihr auch die Aufzeichnung morgen bei unserem YouTube-Kanal anschauen. Alles Liebe, eure Anne. Tschüss.